Ja! Ich gucke in die Kamera, um so die Nähe zu den Zuschauern herzustellen und fahre gegen so eine komische Pylone gegen, Alter. Das ist der Testy Koozy. Spotify, ich sag mal so, sie wollen es unbedingt haben. Sie haben so gehört, wie die Losers, das sind doch die mit dem Ziegenmann, oder? Die reden über das Podcaster, ey, da müssen wir uns einschalten. So ein Strohhalm, so ein ganz langer Strohhalm, kannst du dir da unten deine Eier nur anblasen. wie nein? Nein. Wie ich habe ja schon viel Zeug gemacht, aber wenn ich da mal irgendwie tatsächlich mal in die Politik gehen will. Wunderschön, Hakuna, meine Tata. Schön, dass du wieder dabei bist. Heute von Loser P-Red, Knallgasmöwe, Transform Warrior, geil, Digga. X21, Krieger, Wagner, Formula. Das komplette Paket und das sogar im Knallgasmodus fahrbar mit Deko. Ein wunderschön. Hasta la bon, hallo, muchachos. Bei Knallgasmöwe, da fühle ich mich ja schon ein bisschen angesprochen. Habe ich richtig Bock drauf. Transformrennen, auch immer geil. Richtig sweet. Muchachos, die Nüsschen soll ich poliert. Tschüss, ihr im Start seid. Ich wünsche einen wunderschönen guten Morgen, guten Mittag, guten Abend, guten Dienst, guten Feierabend, guten Dusch, guten Rauch, guten Besserung, guten Appetit und gute Geburtstag. Aber ganz, ganz wichtig, guten... Ja, hab ich doch gerade, Junge. Musst du wieder um Natsu rumgreifen hier. Der liegt schon wieder Hakuna vor meiner Tastatur. Ein wunderschönen Hakuna, mein Reis, Muchacho. Ich muss sagen, so Transform Warrides sind mit meine Lieblingsdinger. Ich feiere sie einfach extrem. Link für euch zum Zocken in der Beschreibung, Muchachos. Oh, ich dachte, wir mussten abbremsen. Toll, ciao. Ich bin gegen die Kante von der Tube geballert, Alter. Danke euch, Muchachos, für den fetten Support der letzten Wochen und Monate. Ihr wisst Bescheid. Ja. Wir fühlen das wirklich sehr. Wir haben sogar auch wieder ein kleines bisschen Wachstum in unserem wunderschönen Channel drin. Und es erwarten euch ein paar coole Sachen, die wir gerade ausarbeiten und planen. Unter anderem auch für Twitch und so, ne? Falls ihr auf Twitch nicht seid, dann betrifft euch das nicht. Aber auch ein bisschen was auf YouTube, also... Ach, dadurch? Da gibt's dann aber... Oh ja! Oh, hab ich getroffen! Da gibt's dann mehr, sobald wir... Ja! Ich guck in die Kamera, um so die Nähe zu den Zuschauern herzustellen und fahre gegen so eine komische Pylone gegen, Alter. Ciao! Hat einfach YouTube-Game durchgespielt. Wenn wir mehr wissen, dann gibt's dazu natürlich auch mehr Infos für euch dann in naher Zukunft. Demnächst also noch mehr Loser-Content für euch, das können wir schon mal sagen. Das kann jetzt aber Spekulationen anstreicheln hier. Was aber jetzt mit noch mehr Loser-Content gemeint ist. Loser-Content im Allgemeinen ist doch nice, oder? Jetzt endlich den Podcast. Ja, hallo. Ey! Digga, Podcast. Vielleicht, mal schauen. Vielleicht. Was? Oh. Podcast? Unten rein, ich fahr unten rein. Was? Die Loser für die Verhandlung mit Spotify? Was? Das wäre doch nice, oder? Wir sind plötzlich bei Funk. Was? Wo müssen wir denn hin? Ach, Leute, ich werde auch fast gegengefahren. Wieder zurück? Alter, den ganzen Scheiß zurück! Ich bin schon wieder zu schnell für diesen Ficksprung hier, Alter. Hä? Ich bin einfach runtergeknallt. Oh fuck, ich muss Anschwung holen. Spotify, ich sag mal so, sie wollen es unbedingt haben. Sie haben so gehört, wie die Losers, das sind doch die mit dem Ziegenmann, oder? Die reden über das Podcast, da müssen wir uns einschalten. Ja, Funk soll uns mal ein bisschen sponsern, was los? Was für Spotify? Da machen wir doch kein Geld mit, Alter. Da muss schon Drake sein. Ich weiß gar nicht tatsächlich, wie das läuft bei Spotify. Ich weiß gar nicht, wie kriegt man da Geld? Also Geld? Eigentlich über die Streams. Ne? So wie bei YouTube quasi, nur dass es sehr, 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 sehr viel weniger ist. Okay, ja. Bekommst du irgendwie ein paar Cent für alle 1000 Streams oder sowas. Okay, also für uns schon mal nicht interessant. Und dann wahrscheinlich so Placements, die man da reinstreut, oder? Placements, aber es gab zumindest auch eine Zeit, das könnte allerdings sein, dass es mittlerweile schon wieder vorbei ist, weil mittlerweile das Podcast-Game ja aufgebaut ist. Ich weiß, dass früher auf jeden Fall Spotify den Leuten auch Geld gezahlt hat dafür, dass sie die Podcasts dann da machen. Ach was, echt? Ja. Ach, wir müssen unten fahren! Digga, ich bin oben wieder zurückgefahren, willst du mich verarschen? Ey. Oh, unten ist ein Board, den habe ich jetzt gerade zum ersten Mal gesehen. Ja, also, das können wir schon mal sagen, Podcast ist es nicht. Ich habe jetzt einfach mal die Bombe platzen lassen. Aber nichtsdestotrotz, ist es nicht. Sobald Funk ankommt und sagt, euch Kräutergärtner würden wir gerne dabei haben. Digga, ich würde sofort sagen, Nein.
Digga, wer ist dieser Staatsfernsehen, Alter? Das machen wir nicht. Nur wenn Angelo Merkel und Ulf Scholz demnächst Fick mein Eier-Merch tragen, dann könnte ich mich überreden lassen. Oh ja, okay, ja gut. Ja, wenn Ulf Scholz eiskalt Fick meine Eier-Merch tragen würde, würde ich sagen, wir machen es ja kostenlos für Spotify. Digga, aber Angelo Merkel auch Pflicht. Meinst du, die trägt doch Klamotten in ihrer Freizeit? Ich glaube schon, ja. Und Charles, falls ihr gerade irgendwie so ein bisschen WhatsApp-Sound hört, ich habe noch mein Web-WhatsApp an. Ne? Nicht, dass ihr gerade denkt, bei euch passiert irgendwas. Das passiert mir etwas häufiger. Es tut mir leid, Muchachos. Oh nein, Dico! Oh. Ja, wenn hättest du mich weggefickt, für dich ist egal. Achso, sag nicht, da ist doch immer kein Punkt gewesen. Okay, dann sag ich's nicht. Geil! Geiler. Aber nach wie vor. Scheiß auf Podcast, scheiß auf alles. Marktlücken. Wir brauchen mehr Marktlücken. Nein! Doch, wir brauchen mehr Marktlücken. Was? Nein. Marktlücken. Was sagst du zu Marktlücken? Ja, sind geil. Denn ich habe dir, ich weiß nicht, ob du es schon gesehen hast, habe ich heute eine Marktlücke geschickt, die hundertprozentig aus dem Geiste der Muchachos kommt. Deko kann kurz raten. Eine Marktlücke, hast du mir gesagt, du hast es geschickt? Ich habe dir heute ein Instagram-Reel geschickt mit dem Produkt. Ich glaube nicht gesehen, warte mal. Hast du noch nicht gesehen? Okay, es erinnert an den Frozen Balls Chair, Deko. Ein Frozen Balls Fernseher? Okay, er hat das wirklich nicht gesehen. Was könnte denn noch? Was könnte denn etwas? Oh, nach oben? Hä, wie? Hast du dein WhatsApp geschlossen? Ich hab mein WhatsApp geschlossen, ja? Oder ignoriert. Achso. Oh. Wieso? Ich hab extra verkackt, weil ich gerade übertrieben hart zugespammt habe in WhatsApp. Den hab ich gerade geschlossen. Ich lerne doch, Brudi. Schade, ey. Also willst du wissen? Ja. Frozen was? Balls Boxershorts. Was könnte der Testikusi sein? Alter, was? Ja. Alter, was? Und rate mal, was der Testikusi kostet. Nur 99,99. $70. Digga, wir bringen den für 99,99 nach Deutschland. Aber wir brauchen auch so einen geilen Namen, weil Testikusi... Ach, du kannst da drunter fahren? Ich bin da drüber gesprungen. Ja, das ist natürlich smarter, was du da machst. Das sagt man von mir, ja. Also, Testikusi, Muchachos, wir reden natürlich über... Digga, Testikusi ist ein richtig geiler Name, Alter. Einfach der Testicle-Jacuzzi, ey. Genau, wir reden hier über den Eier-Jacuzzi. Was für eine geile Sache, ey. Und ich baue den... Oh. Ja, so, dass deine Eier reinpassen, ne? Also wirklich so ein kleines Ding, dass man so quasi irgendwie am Büro, am Schreibtisch oder so... Ich bin sofort auf die Seite aufgegangen von Testicusi, weil ich unbedingt wissen wollte, wie das Ding so aussieht. Das ist genial, Junge! Und ich zeige es dir, Muchachos, mal eben. Boah. Sobald Deko verkackt hat. Oh. Du verkackst, Deko? Ich verkack natürlich nicht, Digga, weil ich ein absoluter Profi bin. Digga, er glänzt einfach, was los? Digga, und da ist der Punkt! Okay, jetzt kannst du zeigen. Das ist der Testikusi. Also, da kann man so seine Balls reinhängen, ne? Ja, ne? Da kann man so schön die Balls reinhängen und dann blubbert so wahrscheinlich so ein bisschen. Wollen wir mal da so Hot oder Schrott so einfach mal einen Test machen? Digga, kannst du nicht filmen, Alter. Hä, wie? Warum nicht? Ist die rote Fläche dazu da, um den Schwengel draufzulegen, oder? Ist die Frage jetzt, ne? Das ist die Frage. Müsste eigentlich, oder? Ey, das kommt aber hundertprozentig von den Muchachos, oder? Also. Ey, Digga, das Teil ist so genial. Wenn du da noch Eiswürfel reinpackst, dann hast du sogar am Ende den Frozen Balls Chair eigentlich. Das ist sehr shit. Auch, das ist schön, das ist richtig, richtig geil und zurückhaltend. Wie nennt man das, wenn das nicht so auffällig ist? Zurückhaltend? Das Fachwort dafür suche ich. Unauffällig, keine Ahnung. Es ist neutral. Für den einfachen Mann. Also man kann es wirklich einfach, theoretisch kannst dich damit in deinem, Büro, Finanzbuchhaltung oder irgendwie sowas, hinschillen und kannst da deine Testicles eben kühlen. Was ich noch nicht gesehen habe, weil ich finde, ein Jacuzzi braucht auch immer so Bubbles, oder? Ja, klar. Also genau. Das ist ja ein Jacuzzi, sonst wäre es ein Pool. Genau, aber ich habe da jetzt keine Bubble-Funktion gesehen.
Wird er schon haben, sonst würde er nicht Testikusi heißen. Das wäre ge- Ey, wollen wir uns denn so einen Scheiß mal kaufen? Einfach aus Jüchsenöllerei? Du meinst zwei? Wir müssen zumindest einmal testen. Ja! Digga, hätte ich richtig Bock drauf, Alter. Aber, also... Du kannst das schlecht irgendwie als Videoinhalt machen, ne? Die ganze Zeit alles zensiert. Alles einfach komplett weggeblurrt. Du kannst so einen Mosaikfilter draufhauen. Digga, aber oder, die Idee ist ja mal richtig geil, ey. Oder man macht einfach so eine Gardine davor und du, man zeigt einfach nur die Emotions. So, man hört dann so ein Blubbergeräusch. Gotcha. Bisschen Digga, One Piece-like. Oh, das ist das Ziel. Echt, das war schon? Oh, also Digga, war ja cool, aber es war zu kurz, der Bushi-Set. Digga, Pirat, die war ja, ich glaube, fast alles First Try dann, oder? Wer wusste wie? Wir haben alles First Try gefahren, ja. Digga, und Loser Pirates eiskalt der Turbo, ja, muss man ja mal dazu sagen, der Hot oder Schrott Extreme Edition gemacht hat mit diesen richtig krassen Autos, die wir nie hinbekommen haben. Also er weiß auch nicht, welchen Schwierigkeit gerade er irgendwie aktivieren möchte, aber auf jeden Fall ist das der falsche. Digga, sind in der Form für die Testicles, für die Eier, sind ja da sogar so kleine Schlitze drin für die Haare? Es sieht so aus, als hätten sie extra so... Ja, Verdienter! Ey! Ich träume gerade von diesem Testikusi, Alter! Ja. Und er zerstört einfach mein Leben nebenbei, Alter! Unter 10 Minuten Challenge habe ich geschafft. Hast du die auch geschafft? 10 Minuten 3. Na, schade. Deko, schade. In der Mitte von dem Hoden, von der Hodenform, ist ein Loch. Stimmt. Da könnten die Bubbles durchkommen. Oder da muss einer von unten so reinpusten. Einfach im Testikusi auf manuellen Betrieb, ey. Digga, da hast du eiskalt so einen Strohhalm, so einen ganz langen Strohalm, kannst dir da unten deine Eier anblasen. Das macht man selber dann, genau, Alter. Weiter geht's! Jetzt mal wieder eine gediegene Project X-Map. Und wir haben ja gerade eigentlich schon das perfekte Produkt mit dem Strohhalm weitergeführt. Ich habe auch noch was Besseres gefunden. Das hat Deko auch noch nicht gesehen. Ich zeige es mal eben kurz rein. Das ist richtig krank. Eiskalt. Der Testikusi in pur Gold. 24K Goldplatte. Für 23.000. Das ist so ein Fick, Alter. 24 Karat Echtgold-Testikusi. Ey, das ist aber der heilige Gral, oder? Dann kannst du deine Klöten in so einem Goldbad Ich würde mega gerne mal wissen, ob sie davon schon einen verkauft haben, Alter. Digga, du musst ja... ist das der Bestseller. Du musst ja also wirklich irgendwie Millionär sein oder sowas, um dir einfach einen Testikusi... Ich müsste jetzt sogar überlegen, ob ich mir einen Testikusi wirklich für 70 Euro kaufen will. Digga, fahr mal wie los, wie viel Cash musst du haben, um zu sagen, boah, so ein Echtgeld-Testikusi für 24.000 Euro? Den gönne ich mir mal. Ja, weißt du, was das Geile ist, wo ich die Scheiße gefunden habe? Bei Bestseller. Ja, stimmt, der ist hier bei Bestseller drin, ja. Oh fuck, oh fuck, oh fuck. Also oh fuck, eiskalt, oh fuck. Bestseller. Oh fuck, oh es gibt fuck, nur eine Sache, oh die besser läuft, und das ist der Juicy Pool, der Pussy Juice Energy Drink. Digga, das Balls-T-Shirt sieht auch nicht schlecht aus. Ja, es gibt ja, also vielleicht können wir uns da so ein bisschen inspirieren lassen, ne? Wie soll man denn die ganze Zeit rückwärts fahren da? Das ist doch das falsch, oder? Ich glaube, du musst wenden. Nach der Bremse auf dem breiten Ring musst du wenden. Ah, okay. Ich finde das T-Shirt, ich meine Balls, Schnitt, Schlag, Knut. Aber ich finde, der Schnitt vom T-Shirt ist ganz cool. Bin locker, ja, schön weit, schön auf lang. Aber auf Englisch klingt das aber auch alles geiler. Eier. Also Balls, also wenn du einfach so Eier stehen hast. Eier. Eier. Ja, das würde nicht so viel Eindruck machen. Ja, Balls. Aber, also vielleicht können wir das unserem Merch-Shop mal zeigen, also nur für den Schnitt des T-Shirts. Nein, er springt nach oben. Ja, finde ich auch eigentlich ganz cool. Weil das T-Shirt, finde ich, ist ein geiler Cut. Da müssen wir auf jeden Fall mal wieder reingehen in Richtung Merchandise. Ziemlich viele Leute fragen auch wieder nach Fick meine Eier-Merchandise. Auch das alte Design ist wohl sehr beliebt. Das heißt, da können wir vielleicht einfach mal demnächst einen neuen Lachs raushauen. Oh, yeah, geil. Bring wir. Digga, aber voll Karat, Digga. Ich find's richtig schade, dass wir es nicht geschafft haben, mit dem Merch-Shop Strandhandtücher hinzukriegen. Ja, oder Full-Print-T-Shirts jetzt für den Sommer. Das wäre auch schon geil gewesen. Irgendwie dauert das alles ein bisschen, ne? Ich weiß auch nicht, vielleicht müssen wir auch mal selber ein bisschen mehr Druck machen oder so. Ja. Es ist
So ein bisschen eingeschlafen, leider. Machen wir. Alles muss man sich selber kümmern, so ein Scheiß. Alter, dieses Ding, Alter, holst dir schon extra Leute ran, Alter, die verdienen da auch Geld mit, Alter, und dann machen die trotzdem nichts. Oh, oh, links, rechts, geradeaus. Nein! Nein! Digga. Nein! Er springt nach oben. Aber was wir auch schon mal vielleicht demnächst vorhaben, ist, ja. Sticker beilegen, aber keinen normalen Sticker, denn mit Delta haben wir es besprochen, ne? Es gab ja erst vor ein paar Tagen, Zeig Wurstfach. Dankeschön für eure geilen Kommentare, Alter. Zeig Wurstfach ist einfach, könnte wirklich in die Sprüche eines bestimmten Kanals dann reingehen, in die Ära. Weil jeder Kanal steht ja für irgendwas. Bei uns ist Fick meine Eier und vielleicht jetzt auch noch zusätzlich. Kennst du die Losers? Nee, aber du kennst doch bestimmt Zeig Wurstfach, oder? Ja, ja, das von den Losers. Ach, das sind die Losers, weißt du, so in dem Style, weißt du? So, Zeig Wurstfach. Und das ist einfach unsere Marketingagentur, ist das. Und Zeig Wurstfach können wir eben diesen Sticker mitmachen, genau mit dem Thumbnail, das Jeremy da gebastelt hat. Also geht nochmal ein paar Tage zurück, schaut euch das Thumbnail an und in dem Stil verteilen wir noch Sticker mit meinem Gesicht und Deko auch noch mit so einer Fratze. Nee. Natürlich! Ich finde, da kann Marvin schon mit seinem Gesicht verstehen. Das machen wir schön mit beiden Gesichtern, mit Zeig Wurstfach beide Gesichter. Auf jeden Fall kam das sehr gut an. Nein. Wie nein? Nein. Wie nein? Ich habe ja schon viel Zeug gemacht, aber wenn ich da mal irgendwie tatsächlich mal in die Politik gehen will. Bundeskanzler, Deko, okay. Hast du doch diesen antiken Aufkleber von vor 30 Jahren von unserem Bundeskanzler mit Zeig Wurstfach? Als wenn du jemals in die Politik gehen wirst, ey. Lauf mich doch nicht voll, ey. Ja, klar, Junge. Nein. Doch. Digga, du bist nicht also, anders als in der Partei. Nicht, wenn YouTube läuft, habe ich dafür keine Zeit. Aber wenn YouTube mal irgendwie nicht laufen sollte, dann werde ich mich auf jeden Fall nebenbei damit beschäftigen, in die Politik zu gehen. Digga, für Bürgermeister sein oder was? Bürgermeister ja, von Hannover oder was? Man muss ja irgendwie anfangen, ne? Digga, ich kann dir jetzt schon sagen, okay, leb deinen Traum so, ne? Ja. Leb deinen Traum, denn er wird wahr. Oh ja. Also, ja, aber... Digga, das ist so unwahrscheinlich, Donald dass du schon... Trump ist Präsident geworden und kandidiert sogar noch ein zweites Mal. Also, please, Alter. What the fuck? Das ist aber auch Amerika. Ja, aber der Typ ist trotzdem ein dämlicher Vollidiot und scheißkriminell. Und trotzdem wird er ein zweites Mal für die Präsidentschaftswahl antreten. Ja, welcome to America. Digga, wie fahr ich denn hier? Ich werde, Digga, also wenn Trump Präsident wird, dann werde ich auch Bundeskanzler. Müsste aber das auch ist was so Krasseres werden. Ich werde Präsident der europäischen Nation oder so. Das ist so unwahrscheinlich, dass die Sticker mehr wert sind. Zeig, Wurstfach, Sticker. Oh. Ist auf jeden Fall Wurf. Zeig, Wurstfach. Also, ich bin dafür. Wer will schon. Der ist schon jetzt zu Ende, Alter! Bist du wieder durch, oder was? Ja, ich stehe wieder auf dem Ziel. Oh, okay, warte. Jetzt muss ich einmal konzentrieren also, wer will schon. Wer will schon Zeig, Wurstfach, Sticker? Oh! Okay, warte, jetzt konzentriere ich mich, ja? Ich will Zeig, Wurstfach. Aber das Sticker war mit deinem Gesicht. Was heißt Happiness? Das weiß ich auch nicht. Die haben also... Ja, wollen wir den Link mal in die Kommentare, in die Beschreibung hauen von dem Shop? Können die Leute sich das auch selber nochmal anschauen? Oder Jeremy wird ja zwischendurch mal so ein paar Screenshots eingeblendet Digga, haben, aber... Hier ist der Testikusi Balls Bench. Balls Bench? Einfach eine Bank, die aussieht wie ein Penis und da drin ist eine Halterung für den Testikusi. Und du setzt dich quasi auf die Eier. Von der Balls Bench. Ist das auch unter Bestseller? Das ist auch unter Bestseller, ja. Aber was heißt Hub Penis, Junge? Verstehe ich nicht. Das kann ich dir leider auch nicht sagen. Da vielleicht ist eine Erklärung dabei, die könnte ich nicht verkaufen ohne. Vielleicht so ein amerikanisches Ding. Aber ja, genauso müssen wir eben unseren Scheiß auch vermarkten. Digga. Also, Testikusi, so ein geiler Scheiß. 100 Punkte für Gryffindor, wer daran gedacht hat. So, du kannst langsam reinfahren, sonst hole ich dich wieder ein. Soll ich dir nur mal gesagt haben. Ich hab mich diesmal extra so hingestellt, dass du nicht reinfahren kannst, ohne mich dir rein zu... Ist es so? Oh, Alter! Schade, das ist schon erster. Aber, ey, wenn man so ein bisschen im Internet unterwegs ist, da findet man schon geile Sachen. Und gerade so ein Digga, wie hast du das eigentlich gefunden? Instagram. Ach so, Instagram. Oh, stimmt, ey. Digga, was zum Fick, ey. Geil, oder?
Du hast einen guten Algorithmus. Ja, muss ich auch sagen. Also Instagram weiß, worauf ich stehe, ey. Aber wie könntest du das noch verbessern? Das ist ja das Geile. Also, vielleicht gibt es ja demnächst im Merch-Shop dann den Testikosi Loser Edition, wo der Ziegenmann mit so einem Huf, ja, was bereit liegt, wo ihr den Lörres draufhauen könnt. Schauen wir mal. Das war ein bisschen abgedreht. Wird sich wahrscheinlich genau zweimal verkaufen, aber auf jeden Fall eine lustige Idee. Daumen nach oben, meine Judges. Also, ich weiß nicht, warum ich mich belabern lassen habe, aber ich habe jetzt hier so eine Garage voll mit 3000 Testikosis. Wir machen einfach so ein Programm drauf, das hier so, wie heißt das hier, Lawinen-Marketing, wie heißt das nochmal? Multilevel-Marketing. Man muss erst, Pyramiden-Marketing, man muss erst 100 einkaufen, um dann selber was zu verkaufen, Muchachos. Kommt in unsere Gruppe, wollt nicht vergessen. Wollt ihr Testikosi-Vertreter werden? Schreibt uns, wollt ihr Testikosis verkaufen, dann meldet euch bei uns, dann machen wir, keine Ahnung, machen wir einen geilen Preis für euch. Bis dann, reingehauen. Ciao.